Preisträger, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen auch alles Gute fürs neue Jahr wünschen, dass ein gesundes neues Jahr wird, dass vor allem ein friedliches neues Jahr wird, das glaube ich im Hinblick auch auf das, was kurz vor Weihnachten passiert ist, eine Botschaft, die wir alle in das Land hinaus, in die Welt hinaus entsenden sollten, denn man sieht, wie vieles dann doch so klein wird und wie vieles dann doch am Ende dazu führt, dass man innehält und die Probleme des Alltages plötzlich dann doch so klein sind. Für uns FDP, für die Freien Demokraten im Kreis, in Ostwestfalen-Lippe, ist das natürlich ein unheimlich wichtiges Jahr. Das ist eigentlich das entscheidende Jahr für uns, denn nach dem Rauswurf aus dem Deutschen Bundestag war es für uns eine sehr lange Wegstrecke und wir sind jetzt wieder dabei, wirklich Fuß zu fassen. Wir haben das bei den zurückliegenden Landtagswahlen geschafft, wo wir mit vielen haben uns das nicht zugetraut damals, dass wir mit sehr, sehr guten Wahlergebnissen in die Landtage einziehen. Und wir wollen das jetzt in diesem Frühjahr im Saarland, in Schleswig-Holstein und dann auch in Nordrhein-Westfalen fortsetzen. Und ich bin sehr optimistisch, dass der Kreis Herford auch seit vielen, vielen Jahrzehnten wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob wir jemals einen Landtagsabgeordneten hier aus dem Kreis hatten, mit Steffen Paul erstmalig dann jemand hier aus dieser Region, der hier tief verankert ist, im nordrhein-westfälischen Landtag haben, der die Interessen auch dieser Region gut vertreten kann und ja, die Region wie kein anderer kennt. Er ist tagtäglich unterwegs. Lieber Steffen, alles Gute, dass das klappt im Wahlkampf und ich bin sehr optimistisch, dass das am Ende auch mit dir tatsächlich klappt. Steffen hat ein paar Themen angesprochen, die eigentlich aus meiner Sicht deutlich machen, dass Ostwestfalen-Lippe eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, aus Düsseldorf heraus nicht richtig, nicht fair, nicht richtig behandelt wird. Wenn ich die Tage lese, dass der Bielefelder Oberbürgermeister Piet Clausen mehr Geld für sein Stadttheater fordert, weil andere mehr Geld in Nordrhein-Westfalen kriegen, dann finde ich, ist das genau der falsche Ansatz. Ja, wir Liberalen wollen nicht, dass die Landesregierung mit der Gießkanne durch das Land kommt und da und dort Goodies verteilt, sondern wir Freien Demokraten wollen, dass die Kommunen in die Lage versetzt werden, ihre kulturellen Einrichtungen, ihre sozialen Einrichtungen selbst zu finanzieren, selbst zu entscheiden, wo die Prioritäten gesetzt werden. Das ist doch das eigentliche Subsidiäre an unserer kommunalen Familie, dass jede Kommune auch die Entscheidung, die Prioritäten setzen kann, die sie will. Und deshalb glaube ich, ist das dieses Geldverteilen, was derzeit stattfindet, aus meiner Sicht das Falsche. Das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch Nordrhein-Westfalen. Wir haben gerade ist der Landesentwicklungsplan verabschiedet worden. Das ist, finde ich, das beste Beispiel, wo man sieht, wie das Land eigentlich Ostwestfalen-Lippe behandelt. Ja? Unser Flughafen, der einzige Flughafen, den wir haben, wird degradiert zu einem Provinzflughafen. Ja? Die Senne wird als Nationalpark letztendlich ausgewiesen, sobald die Briten abmarschieren. Also letztendlich werden wir als Art Biotop, als rückständige Region dargestellt. Das ist eben das Gegenteil dessen, was diese Region ist. Sie ist eine wirtschaftlich starke Region, die seinesgleichen sucht in Nordrhein-Westfalen, vielleicht auch Südwestfalen vergleichbar. Aber sonst gibt es keine wirtschaftlich stärkere Region in Nordrhein-Westfalen und das muss eben auch in Düsseldorf ankommen. Wir wollen eigentlich in Ruhe gelassen werden, aber wir wollen nicht, dass Nordrhein-Westfalen, dass die Landesregierung ständig in unsere Hoheit eingreift. Also mehr Autonomie der Region, aber gleichzeitig diese Region auch mit ausreichend Steuermitteln ausstatten, damit sie ihre Dinge erledigen kann. Aber ich will auch ein paar Sätze zur Bundespolitik sagen, weil ich glaube,
dass die aktuelle Entwicklung rund um Weihnachten, aber auch schon die Monate davor, eines zeigt. Nicht nur, dass natürlich freie Demokraten in den Parlamenten, dass sie natürlich fehlen, sondern dass eigentlich unser Land auf dem Weg ist, als Rechtsstaat seine Legitimation immer stärker zu verlieren. Und das sollte uns alle zu denken geben. Ich ärgere mich jedes Jahr, wenn in Nordrhein-Westfalen ein Pizzamarathon veranstaltet wird. Ich weiß nicht, ob das Ihnen ebenfalls geht. Da wird mit einem riesen Aufwand, wird ein Tag, mehrere Tage lang Polizei letztendlich gebunden, um sicherlich auch ein Problem anzugehen. Das will ich gar nicht kleinreden, ja, dass zu schnell gefahren wird, dass daraus auch Unfallgefahren entstehen. Aber man muss sich ja in dieser Lage, in der wir aktuell sind, fragen, ist das die richtige Prioritätensetzung? Ist es die richtige Prioritätensetzung, sag ich mal, die Geschwindigkeit bis ins Kleinste zu kontrollieren? Oder ob man in dieser Lage nicht versuchen sollte, eigentlich ja, die Strafverfolgungsbehörden in den Bereich einzusetzen, wo wirklich Not am Mann ist. Wenn ich sehe, dass Herr Amri 14 Identitäten hatte, ja, im ganzen Land rumreisen konnte und am Ende auch klar war, dass er Sozialversicherungsbetrug oder Sozialhilfebetrug begangen ist und die Staatsgewalt nicht in der Lage ist, ihn dickfest zu machen, dann ist doch was nicht in Ordnung. Dann wäre doch das falsche. Und ich will den Rechtsstaat auch an einer anderen Stelle ansprechen. Es wird viel kritisiert, dass es nicht gleiches Recht gilt, was die Besteuerung betrifft. Es wird viel über Facebook, Google, Amazon gesprochen. Ja, dass denen gelingt, ihre Steuerlast über Lizenzgebühren und Verrechnungspreise auf null zu reduzieren, sodass sie in dem Land, wo sie Arbeitsplätze, wo sie Wertschöpfung generieren, letztendlich keine Steuern zahlen. Das ist richtig. Und das müssen wir auch kritisieren. Ich finde es nicht in Ordnung, dass Familienunternehmen, die hier wachsen, gedeihen, ja, die hier Wertschöpfung betreiben, ganz normal ihre Steuern zahlen, 30-40% dazu beitragen von ihrem Gewinn, dass am Ende Straßen gebaut werden, Krankenhäuser unterhalten werden, Kindergärten unterhalten werden und gleichzeitig andere Unternehmen das nicht tun. Das ist nicht in Ordnung. Das müssen wir als Liberale, finde ich, auch genauso hart kritisieren. Aber eins gehört eben auch dazu. Und das ist die andere Seite der Wahrheit. Der Staat muss mit seinen Unternehmen sich genauso verhalten. Ich finde, wenn die Bundesregierung über Airbus, das ist eine staatliche Beteiligung, es zulässt, dass Airbus seinen steuerrechtlichen Sitz in den Niederlanden hat, in Leiden, und damit seine Steuerlast auf null reduziert, dann macht die Bundesregierung genau das Gleiche, was sie eigentlich Amazon, Google und Facebook in Irland vorwirft. Und das muss man aus meiner Sicht genauso deutlich machen. Und drittens, glaube ich, gehört zu einem funktionsfähigen Rechtsstaat, dass die Bürger auch ein Vertrauen haben in das Geld. Wenn auf der einen Seite die EZB Inflation erzeugen will, letztendlich durch Geld drucken, die Inflation jetzt kommt, wir hatten im Dezember 1,7% Inflation, natürlich durch den Anstieg auch der Erdölpreise, aber sie gleichzeitig auf den Sankt-Nimmerleins-Tag eigentlich ihre Zinspolitik auf niedrigstem Niveau weiterverfolgen will, ja, dann geht das letztendlich zu Lasten der Sparer in diesem Land. Ja, sie vertrauen letztendlich nicht mehr in das Geld. Wenn sie am Ende es nicht mehr schaffen, sagen wir mal, als Mitte der Gesellschaft ihren Lebensabend selbst zu gestalten, sondern alle am Ende nur noch vom Staat abhängig sind, dann ist auch etwas falsch. Dann gibt es auch ein Problem mit dem Staat. Denn der setzt auf Vertrauen, der setzt darauf, dass die Menschen glauben,
dass sie ihren Lebensabend auch selbst gestalten können und dass sie eben nicht, guten Tag, dass sie eben nicht eben über staatliche Transfers nur noch am Ende zu Ende kommen. Und deshalb lasse ich mich auch einen Satz zu Europa sagen. Wir haben natürlich nach wie vor eine Krise Europas. Und wir haben eigentlich aus dieser Krise auch zu wenig gelernt. Wenn jetzt in Italien die drittgrößte Bank wieder mit Steuergeldern herausgeboxt wird, ja, dann macht man genau das, was man nie wieder machen wollte. Man hat seit 2012 gesagt, nie wieder soll das passieren. Dann hat man neue Gesetze geschaffen in Europa, die haben ja auch alle umgesetzt, aber keiner hält sich dran. Wieder. Und deshalb glaube ich, auch das muss deutlich werden. Und der Preis dafür ist das, was wir im Bargeld feststellen. Nicht nur in Deutschland, wo der 500-Euro-Schein demnächst abgeschafft wird, ja, sondern wir erleben das eben in Europa, wo sie in Griechenland nur noch bis zu 500 Euro Bargeschäfte tätigen dürfen. Wir erleben das in Indien, wo 80% des Bargeldes abgeschafft wurden. Wir erleben eine weltweite Entwicklung, die letztendlich dazu führt, dass die Schuldenwirtschaft über das Abschaffen des Bargelds und damit indirekt durch die Inflation bezahlt werden soll. Und ich glaube, auch das führt dazu, dass die Menschen das Gefühl haben, ja, dass der Rechtsstaat erodiert. Der heilige Augustinus hat einmal gesagt, nimm das Recht weg, was ist der Staat dann anderes als eine große Räuberbande? Und wenn dieser Eindruck herrscht, dass der Staat seine Kernfunktion nicht mehr erfüllt, dann glaube ich, ist etwas falsch im Staate. Es erzeugt nämlich auch eins, was mir zunehmend Sorgen macht. Das ist nämlich, dass wir in diesem Land glauben, wir wären auf einer Insel der Glückseligen. Es läuft gut. Ja, wir haben niedrige Arbeitslosenzahlen, 2,5 Millionen, 2,6 Millionen aktuell, ja, die offizielle Zahlen. So viel hatten wir seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten nicht mehr. Und trotzdem, ja, tut der Staat so, wie wenn er einfach so weitermachen könnte. Ja. Die Bundesagentur für Arbeit, ja, die hat den gleichen Personalstand als zu einem Zeitpunkt, als wir noch 4,9 Millionen Arbeitslose hatten. Ja, und die sucht sich jetzt schlicht neue Aufgaben und sagt, wir müssen jetzt auch für Weiterbildung zuständig sein. Aber dass man auf die Idee kommt, in guten Zeiten die öffentliche Hand auf ein Niveau zurückzuführen, damit man auch für schlechte Zeiten wieder gewappnet ist, auf diese Idee kommt man nicht, sondern ganz im Gegenteil. Man sucht sich neue Aufgaben. Also der Staat wird nicht schlanker, nicht effizienter, sondern er wird am Ende immer dicker und fetter. Und ich glaube, das sollte uns ebenfalls große Sorgen machen. Denn der Staat hat Geld genug. Allein in dieser Legislaturperiode haben die Finanzminister auf Bundes- und Länderebene 104 Milliarden mehr an Steuer eingenommen oder werden einnehmen. Ja, ist ja erst noch jung. Aber nichts davon oder nur ganz wenig davon ist auch tatsächlich zurückgegeben worden. Es stammt von uns. Wir haben es bezahlt. Das, was der Staat ausgibt, ist letztendlich der Verzicht von uns allen. Und deshalb glaube ich, ist auch richtig, dass wir dieses Thema nach wie vor auf der Agenda belassen. Und das Dritte ist, womit wir uns beschäftigen sollten, ist, und was unsere Region, finde ich, ja, viel, viel stärker beeinflussen wird als andere Themen. Das ist nämlich das, was uns droht in Sachen Freihandel. Das, was jetzt von Amerika so langsam herüberschwappt, das wird eigentlich die wirtschaftliche Situation und das, was uns wirtschaftlich vereint, vor ganz neuen Herausforderungen stellen. Ich weiß nicht, ob Sie das gestern oder heute gelesen haben, dass Herr Trump angekündigt hat, dass er Toyota angedroht hat, Einfuhrzölle aufzudrücken, wenn sie Autos nach Amerika liefern wollen, weil sie ihre Autos in Mexiko produzieren und auf den amerikanischen, auf den US-amerikanischen Markt bringen wollen. Wissen Sie, heute ist Toyota, morgen ist VW, BMW, Porsche und andere. Ja? Und wir sind in einer Region, ja,
die große Zulieferer hat, ja, Bändler, andere, die hier Tausende von Arbeitsplätzen in dieser Region haben, wenn das geschieht, dann ist relativ schnell Schluss mit dem Exportweltmeister. Dann ist relativ schnell die Gefahr da, dass wir wieder ganz andere Probleme plötzlich haben. Und deshalb glaube ich, müssen wir als Deutsche, als Ostwestfalen, als Herforder dafür kämpfen, dass der Freihandel wieder eine Chance hat. Es braucht eine Stimme für Freihandel. Die Tage stand eine Umfrage in einer großen deutschen Tageszeitung, wie die Menschen eigentlich zum freien Handel stehen. Und das hat mich positiv überrascht, weil man ja so durch die CETA-Gegner, durch die TTIP-Gegner meint, ganz Deutschland wäre mit einer übergroßen Mehrheit gegen diese ganzen Freihandler kommt. Das Gegenteil ist der Fall. Über 80% waren damals für freie Märkte, früher für offene Märkte. Und ich glaube, das ist etwas, was uns auch positiv stimmen sollte. Der Freihandel ist letztendlich wohlstandsfördernd für alle. Ja, es zwingt die Menschen dazu und die Staaten dazu, auch sich zu verändern, sich auch zum Positiven zu verändern, sich zu hinterfragen. Wenn alle sich nur abschotten, ja, dann entstehen wieder Ressentiments, dann entstehen wieder kriegerische Auseinandersetzungen. Viel, viel einfacher, als wenn die Menschen sich miteinander austauschen, Handel treiben, sich kennenlernen. Ja, das ist das Entscheidende eigentlich des Freihandels. Sie ist eigentlich eine Friedensidee. Und diese Friedensidee, die sollten wir als Liberale, als Bürger dieses Landes auch nach außen tragen und nach Selbstbewusstsein. Ich glaube auch, das ist die Idee Europas, denn die europäische Idee, die ist keine Idee der Konformität, des Einheitspreis, sondern die europäische Idee ist eigentlich entstanden, ja zumindest die westeuropäische Idee ist eigentlich entstanden aus dem Konflikt der Kirchen mit den staatlichen Ebenen, mit den Königen, mit den Kaisern. Das ist, und daraus ist eigentlich die Aufklärung entstanden. Und aus dieser Aufklärung ist die Marktwirtschaft und die individuelle Freiheit entstanden. Das ist eigentlich das, was dieser Konflikt, diese Vielfältigkeit, die daraus entstanden ist, das ist die Stärke Europas. Und ich glaube, diese Stärke Europas, die sollten wir nicht negieren, nicht zu einem Einheitsbrei machen, sondern zu weiterentwickeln. Deshalb glaube ich, muss die Europäische Union auch weiterentwickelt werden zu einem offenen Modell. Ja, wir dürfen uns nicht abschotten gegenüber den Briten beispielsweise. Ja, die Briten sind uns viel, viel näher als andere Teile Europas. Und deshalb sollten wir alles dafür tun, dass die Briten auch weiterhin einen Zugang zum Binnenmarkt haben. Weil das ist keine Einbahnstraße. Wenn die ihre Waren nach Europa exportieren, ja, wollen wir, unsere Unternehmen natürlich, ihre Waren auch nach Großbritannien entwickeln. Das ist doch das, was das Ganze entsprechend ausmacht. Insofern, meine Damen und Herren, ist die europäische Idee eigentlich viel zu wichtig, als dass sie dem Einheitsbrei untergeordnet werden darf. Ich will, bevor ich kurz zum Schluss komme, Karl Popper zitieren, der große liberale Philosoph, der hat einmal formuliert, die Einigung des Westens auf eine Idee, auf einen Glauben, auf eine Religion wäre das Ende des Westens. Unsere Kapitulation, unsere bedingungslose Unterwerfung unter die totalitäre Idee. Er wollte damit letztlich ausdrücken, dass der Westen eigentlich eine Freiheitsidee ist, wo man um das Richtige, um die richtige Idee ringt und nicht alles unter ein staatliches oder unter ein einheitliches Kuratel stellt. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr und Glück auf. Vielen Dank.